Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und bei dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Heute habe ich wieder mal einen besonderen Gast für euch. In seinem neuen Buch heißt es, er verfügt als operativer Analyst über eine jahrzehntelange praktische Erfahrung bei spezialisierten Einheiten der Polizei, den Sicherheitsbehörden und beim Nachrichtendienst. Zu seinen Aufgaben gehören strategische und taktische Maßnahmen im Umfeld von Gewaltkonflikten bis hin zu diversen Informationsbeschaffungsmaßnahmen in fast allen Bereichen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Phänomene. Sein Schwerpunkt sind internationaler Extremismus und Terrorismus. Herzlich willkommen im Podcast Maximilian Mitera. Hallo, grüß dich. Vielen Dank. Hallo, auch herzlich willkommen. Ich freue mich. So, das sind ja jetzt mehr so fürs Buchpublikum. Das, zu dem Buch werden wir ja auch gleich noch kommen. Stell doch bitte mal selber kurz den Hörern vor. Ja, mein Name ist Maximilian Mitera. In der Tat, ich habe sehr viele Jahre in zum Teil spezialisierten Einheiten in den Sicherheitsbehörden gearbeitet. Ich sage jetzt bewusst Sicherheitsbehörden, weil die PR letztendlich, die zur Vermarktung von so einem Buch angestoßen wird, die mag das natürlich gleich so ein James Bond-Hauch drüber zu legen. Und ich kann gleich vorweg verraten, dieser James Bond-Hauch, der ist in der Realität sehr ernüchternd, weil schon ganz allein von A nach B zu gehen, irgendwo eine Freigabe zu bekommen, das bedeutet gleich von vornherein Anträge schreiben, Gelder freigeben, Rechtsgrundlage prüfen. Das sind sehr, sehr viele juristisch, formal juristische, teilweise, wo man tagelang im Büro hockt und versucht, die Genehmigung zu bekommen, um überhaupt hier vorgehen zu können. Und geschweige, es kommt irgendwo mal zu einer Gewaltkonfrontation, dann ist es nicht so, dass man abends wieder gebügelt auf irgendeinem Parkett steht, sondern dann ist es eher so, dass man zwei Wochen schreibt. Da sieht man natürlich in den zwei Stunden James Bond nicht. Ich oute mich auch als James Bond-Fan, eben weil es meiner Welt doch etwas realitätsfremd ist. Und ich habe mich breitschlagen lassen, muss ich dazu sagen, für die PR-Kampagne von dem Buch so Polizei, Nachrichtendienst und so weiter verwenden zu lassen. Das ist die Wahrheit. Allerdings in Zukunft habe ich meine PR jetzt selber in die Hand genommen. In Deutschland gibt es keine Agenten. Das möchte ich auch mal vorne wegnehmen. In Deutschland gibt es Mitarbeiter vom Nachrichtendienst. So heißt das bei uns. Oder wenn man Polizist ist, dann ist man kein Spezial-Whatever, ja, sondern man ist, hat einen Dienstgrad. Das ist in Deutschland sehr hierarchisch. Und man hat eine Funktion, eine Sachbearbeiterfunktion, entweder Jugendsachbearbeiter oder Wirtschaftskriminalität oder im Bereich organisierte Kriminalität. Ganz spannende Sachen, aber das sind letztendlich so die Präferenzen, wo man schauen muss, was ist das überhaupt? Klar, so wie es vorgestellt worden ist, hört sich schon ein bisschen an, hatte damit auch immer ein bisschen Bauchschmerz, weil ich immer gesagt habe, Leute, das ist nicht meine Botschaft. Die Botschaft, die ich letztendlich übermittle, die ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade in der heutigen Zeit, ist eine ganz andere. Ja? Das so zu meiner Person. Ich bin 48 Jahre alt, ich versuche mich jung zu halten. Ich sage immer, das kann nicht immer nur alles rauskommen, sondern man muss auch in seinen Körper und seinen Geist investieren. Bildung ist ganz wichtig, Sport ist mir sehr wichtig und insbesondere der interaktive Austausch und zwar wirklich mit jedermann. Auch mal zuhören und lernen und dann auch vielleicht auch seine gefasste Meinung wieder anzugleichen. Ich bin der Meinung, dass die Welt ständig im Wandel ist und gerade in der aktuellen Zeit haben wir das leider erlebt. Ich muss sagen leider, weil die Phänomene, die wir heute erleben, die trifft man auch im Buch wieder. Ich habe schon im Dezember 2019 über damals mir zur Verfügung liegende Informationen, jetzt nichts Dienstliches, aber ich hatte die eine oder andere Information aus China und ich hatte damals im Dezember 2019 meine erste Einschätzung, meine erste Bewertung geschrieben und die trifft bis zum heutigen Tag noch zu. Das so ein bisschen zu meiner Person und ja, ich freue mich, Jörg, mit dir jetzt hier mal in das Thema Sicherheit tiefer einsteigen zu dürfen. Ja, jetzt dein Fokus war ja in dem Bereich jetzt mehr so öffentliche Sicherheit, aber jetzt geht es ja mehr so in den Bereich private Sicherheit rein. Oder bist du jetzt noch im öffentlichen Bereich tätig? Ja, natürlich hätte ich jetzt ein Rieseninteresse im behördlichen Bereich mit dieser Methode Fuß zu fassen. Das ist aber gar nicht so einfach. Letztendlich haben wir, wenn wir das jetzt in Deutschland betrachten, also jetzt nicht nur in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg muss ich mal eins dazu sagen, Baden-Württemberg, ob das jetzt der Nachrichtendienst ist oder ob das jetzt die Polizei ist, die machen fantastische Arbeit. Also insbesondere in ihrem Segment, wo sie verantwortlich und zuständig sind, wird im Bereich Prävention hervorragende Arbeit gemacht.
Es wird im Bereich, was man letztendlich auch der Öffentlichkeit präsentieren kann, hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben das jüngst gesehen, nachdem wir leider diese Chaosnacht in Stuttgart hatten. Wir können uns alle live daran erinnern, wie schnell hier unser Innenministerium auch unter der Führung letztendlich von unserem Innenminister Strobel hier in der Lage war, wirklich Ross und Reiter zu nennen, wie schnell, und das hat auch einen präventiven Charakter, hier tatsächlich auch die Strafermittlung Fälle darstellen konnte. Leute, so hat sich dargestellt. Und wenn nochmal sowas passiert, dann bedeutet das, jeder, der Polizisten angreift, der Sachbeschädigung begeht, der wird auch letztendlich dafür verantwortlich oder er muss dafür die Verantwortung tragen. Und das wurde hier wirklich relativ, also phänomenaler Zeit wurde das hier erreicht. Und von dem her bin ich mit meiner Methode, und die ist sehr, sehr interessant, weil meine Methode letztendlich ist entstanden, und da möchte ich ein bisschen ausholen, wenn ich das darf, mit dem Grund, warum ich überhaupt in die Sicherheitsbranche eingestiegen bin. Ja. Letztendlich, ich hatte damals, und vielleicht erinnern wir uns dran, und ich habe das versucht, auch im Buch ein bisschen anzuschneiden, ich hatte damals, die Bilder verlassen mich auch nie, diese Ereignisse Rostock-Lichtenhagen mitbekommen. Und ich hatte mir immer die Frage gestellt, klar, in jeder Jugend, wir haben das immer wieder mal mitgekriegt, es gibt Jugendbanden, es gibt Menschen, die sehr ungerecht sind und Gewalt anwenden, wo wir uns immer wieder fragen, warum machen die das? Wie kommt jemand dazu, so zu werden? Und für mich hat das Ganze gegipfelt, das war wirklich 1992, Rostock-Lichtenhagen, wo ich wirklich verängstigte Frauen, Kinder gesehen habe und auf der anderen Seite aufgebrachte Menschen. Und da kann man nicht sagen, das sind ein, zwei komische Menschen, sondern das waren wirklich ein ich muss das so sagen, wie es ist, es war ein Mob aufgebrachter Menschen zwischen 200 und 3000. Und alle hatten letztendlich diesen, und ich weiß es heute, weil ich es analysieren kann, ich bin mittlerweile ein Profi in dem Bereich, Menschen und Situationen lesen und einschätzen zu können. Und die hatten alle eine Beseitigungsabsicht auf dem Gesicht. Beseitigungsabsicht, das kann man auch in meinem Buch sehr schnell feststellen, wie erkenne ich eine Beseitigungsabsicht? Und wenn ich das in Emotionen ausdrücke, wäre das der Ekel. Wenn wir beim Menschen Ekel erkennen, ja, ich bin jetzt keiner, der jetzt Hokuspokus mit Gesicht lesen, sondern es ist eine Verbindung, es ist eine Klaviatur, wie wir letztendlich Situationen einschätzen können und richtig reagieren können. Und wenn ich letztendlich in einer Gruppendynamik oder in einem gruppendynamischen Prozess Ekel sehe, dann sagt das sehr viel zwischen der zwischenmenschlichen Basis aus. Weil Ekel bedeutet beim Mensch immer, ich möchte was beseitigen. Das ist gerade vielleicht auch, wenn das einer in seiner partnerschaftlichen Beziehung irgendwann mal feststellt, ist das, glaube ich, die Alarmglocke, um zu intervenieren. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Auf jeden Fall, über die Jahre hin habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie kann ich letztendlich Menschen rechtzeitig erkennen? Wie kann ich die Tatabsicht, wie kann ich eine Entwicklung erkennen? Und ich bin durch viele Spezialeinheiten gegangen, ich bin durch viele enorme Gewaltkonflikte gegangen und hatte mir immer dabei die Aufgabe gestellt, die Konflikte rechtzeitig zu erkennen, um sie gar nicht entstehen zu lassen. Und das ist uns in so Richtung 2000 immer mehr gelungen, dass wir Situationen, ob das jetzt Autonome waren, ob das jetzt Rechtsextreme waren, ob das jetzt Linksextreme waren, ob das jetzt irgendwelche religiöse oder ideologisch geprägte Menschen waren, die wirklich nicht nur gewaltentschlossen waren, sondern wirklich auch tatsächlich den Weg immer wieder gesucht haben, ihre Gewalt, ihre Wut, ihren Ekel letztendlich in Schadensprozesse, also Schadensprozesse heißt halt, da gibt es dann Körperverletzungen, es gibt enorme Sachbeschädigung und das letztendlich hat dann immer wieder Folgewirkung. Und da hatte ich mir immer die Frage gestellt, wie kann man das sichtbar machen? War dann sehr zufrieden, weil die Polizei da wirklich sehr viel geleistet hat, insbesondere auch der Nachrichtendienst, da kann ich aber nicht tiefer eingehen, aber es hat mir nicht gereicht, weil ich wollte eine Situation haben, die man auch rechtlich, aber auch von verschiedenen Standpunkten her belastbar machen kann. Also das heißt, wenn wir Situationen haben, und das haben wir jüngster Zeit, wenn wir uns die Dieselgate-Affäre anschauen, wenn wir uns die Wirecard-Affäre anschauen und wir lesen die Zeitung, wir lesen, wir haben hier einen guten Politiker hier vor Ort, der Dr. Tonga von der FDP, der hat sich das Ganze auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, der Sache nachzugehen, eine politische Öffentlichkeit herzustellen, was so ein bisschen die Hintergründe sind. Und das finde ich eine sehr spannende Arbeit. Und wenn wir das alles feststellen, was im Vorfeld bekannt ist und wo wir jetzt hinschauen und letztendlich auf den Sachschaden von, und ich spekuliere jetzt mal, von vermutlich mehreren Milliarden, also was dort alles zu Grabe getragen worden ist, das kann man sich nur versuchen zu erahnen. Und was dann noch letztendlich unter diesem Eisberg, also unter der Meeresoberfläche, ein Eisberg hat ja immer den größten Teil unter der Meeresoberfläche, noch versteckt ist,
kann ich aus meiner Erfahrung, meiner Ermittlungserfahrung sagen, das kann noch allerhand sein. Insbesondere da dieser Modus operandi, ja, der sich gerade in dieser digitalen Welt, wir reden ja alle immer, wir müssen uns digitalisieren, die sozialen Medien und wir müssen die Technologie nutzen, und das ist richtig. Allerdings müssen wir auch beachten, dass verschiedene Tatmuster, ich rede jetzt zum Beispiel von Schneeballeffekten, natürlich auch in dieser technologischen, in diesem technologischen Fortschritt seine Manifestierung findet. Und es finden immer wieder Wege statt, wo wir, wenn wir clever sind, wenn wir analytisch vorgehen, erkennen, hoppla, das sind ja Muster, die sind uns bekannt. Die sind uns bekannt mit Schneeballsystemen, mit Betrugssystemen, mit verschiedenen Maschen, die heute wieder funktionieren, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und dafür, und da kam mir irgendwann mal der Aha-Effekt, war ich auf der Jagd. Ich habe gesagt, ich möchte die weltweit beste Methode lernen, um Schadensentwicklungsprozesse dieser Art sichtbar zu machen. Und ich habe wirklich gelernt. Ich habe die Steinbeis besucht, ich habe das Institut Psychologie Bedrohungsmanagement besucht, ich bin zu verschiedenen Spezialisten auch aus meinem Umkreis, und wir haben uns zusammengesetzt. Und irgendwann mal war ich beim Kommunalen Bildungswerk und habe dort den Professor Dörrig kennengelernt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Herr Dörrig. Und er hat mir die Augen geöffnet, weil letztendlich geht es nicht darum, dass, wenn ich letztendlich einen Prozess, nehmen wir mal diese Einstufung als Gefährder nehmen. Die Einstufung als Gefährder ist ein wertvolles polizeiliches Mittel, um überhaupt zu kategorisieren, mit wem habe ich zu tun. Allerdings, wenn ich jetzt einen Gefährder habe, kann ich auf diesen Begriff aufbauend ein Gesetz verabschieden? Kann ich einen Richter veranlassen, weil ich jemand als Gefährder einstufe, zu sagen, wir müssen jetzt hier präventive oder wir müssen repressive Maßnahmen, wir müssen den wegsperren, müssen den überwachen, wir müssen den seine Wohnung durchsuchen. Nein, das können wir nicht, sondern das können wir nur, wenn Tatsachen die Annahme oder Rechtsgrundlagen bestätigen, die uns die Legitimation geben. Also war ich auf der Suche, was kann ich tun? Und somit bin ich auf diese Methode gekommen, die auf 4 Phasen aufgebaut ist und wo ich anhand glasklarer Parameter belegen kann, haben wir es hier mit einer Einstiegsphase zu tun? Haben wir es alle, egal welche Rechtsbrüche wir nehmen. In der Folge, die zeitliche Folge spielt jetzt manchmal keine Rolle, aber in der Folge haben sie immer 4 Phasen. Ja. Sie haben in der ersten Phase ein Beschäftigen damit. Also man hat eine Einstiegsphase ins Thema. Dann hat man die Phase, wo man sich dann auch beschäftigt und sympathisiert mit der strafbaren Wirkung. Wir kennen das alle, ja, Gangster ist cool oder aus der Islamistenszene. Ja, das ist gut, wenn die mal da ein Brandzeichen setzen. Man erkennt immer verschiedene Parameter und die habe ich als Algorithmus aufgeschrieben. In der dritten Phase, und das ist jetzt die spannende Phase, weil die ersten 2 Phasen in einer demokratischen Landschaft immer ertragen werden müssen. Das gehört auch letztendlich in unserer Demokratie dazu, sonst würden wir immer auf dem Fleck stehen und würden uns durch radikale Tendenzen gar nicht weiterentwickeln können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alle, die jetzt radikal sind, von vorne weg verurteile, sondern letztendlich betrachte, wenn sie in die dritte Phase fallen. Und die dritte Phase ist, wenn man sich nicht nur mit Gewalt, also mit Rechtsbrüchen beschäftigt, sondern tatsächlich auch vorbereitet. Und da hatte ich das sehr gut in meinem Buch beschrieben, was die Voraussetzung ist, damit ein Rechtsbruch überhaupt passiert. Weil bevor ein Rechtsbruch passiert, müssen mindestens 3 Variablen, sage ich jetzt mal, müssen zutreffen. Ich brauche ein geeignetes Opfer, ja? Ich brauche einen geeigneten Täter. Also wenn ich jetzt sage, ich raube morgen die Deutsche Bank aus oder ich mache, was wir jetzt jüngst erlebt haben, einen Geldtransporter aus, da muss ich erstmal geeignet sein. Ich muss das können, ich brauche die Logistik und so weiter. Und dann brauche ich noch den geeigneten Zeitpunkt. Wenn diese 3 Parameter zusammenfügen, und das ist letztendlich für sich auch mal ein eigener Algorithmus, dann habe ich, wenn das alles geschaffen ist, dann habe ich die Vorbereitung abgeschlossen. Dann bin ich schon in Aufklärungsbereichen drin. Und das alles sind letztendlich Warnhinweise, bevor es eigentlich zu einem eigentlichen Rechtsbruch kommt. Und das hat mir dann irgendwann mal die Folge gegeben, mich dann schon, wie wir das jetzt in der Strafverfolgung machen, auch mit dem Rechtsbruch selbst zu befassen, also die 4. Phase, die Tatphase. Es passiert was. Aber die Tatphase, wir sehen das immer oft, Mann nimmt Schwert und erschlägt jemand. Ja, wir sehen das, das ist die Tat, ganz klar. Und ab da fangen wir an. Und das ist auch ein spannendes Phänomen, was wirklich ein Stück weit wie täglich ist, grüßt das Murmeltier, immer uns wieder, und bitte achtet, alle Zuhörer, achten Sie mal darauf. Es passiert immer wieder. Es passiert ein Ereignis, nehmen wir mal Kindesmissbrauch, was wir jetzt in Norddeutschland hatten. Wir nehmen in Extremisten, in Terroristen, der hochgenommen wird. Wir nehmen in Wirecard, wir nehmen egal welches grandioses Ereignis, was in der Öffentlichkeit dementsprechend ausgeschlachtet wird. Und immer schneller schafft es,
insbesondere aber auch die mediale Berichterstattung oder über die sozialen Medien, dass wir innerhalb von 48 Stunden den gesamten Prozess durchschauen. Wir kriegen Lagebilder, wir kriegen Personeneinschätzungen, wir kriegen Entwicklungsstorys hingelegt und jeder stellt sich die Frage, insbesondere auch politisch oder dann auch, ja, insbesondere auch politisch, dass man sagt, wieso hat man das dann nicht verhindert? Das war doch alles offensichtlich. Und dann kommt es immer auch noch mit rein, dass man sagt, die Behörde hatte doch da auch schon eine Information vorliegen. Das Jugendamt wusste Bescheid oder die Ausländerbehörde wusste Bescheid. Oder es gab sogar schon eine Anzeige bei der Polizei. Warum hat man da nichts gemacht? Und das liegt ganz allein an einem Grund. Die Polizei macht dann was, wenn letztendlich alle Tatbestandsvoraussetzungen zur Erfüllung, entweder im Polizeirecht, also jedes Land unterschiedlich, oder nach der Strafprozessordnung oder nach dem Strafprozessrecht hier Tatbestandsmerkmale voraus oder vorliegen, was eine Voraussetzung ist, um hier rechtskräftig staatliche Maßnahmen einzuführen. Weil heutzutage zwar denkt und glaubt jeder, dass abgehört wird, also ich sehe das selber in meinem Freundeskreis, wenn dann jeder immer sagt, ja, hört ja jemand mit. Wir haben keine 3 Milliarden Sicherheitsdienste übrigens, die euch alle mithören und abhören. Vergesst, sondern die sind schon zielorientiert. Aber nichtsdestotrotz hat es oftmals nach einer Tat den Eindruck, hoppla, die Sicherheitsbehörden, der Nachbar, alle haben doch eigentlich alles gewusst und jeder hat weggeschaut. Und woran liegt das? Und das wird jetzt noch mehr ein Problem werden. Und insbesondere da möchte ich ansetzen, das wird auch ein Problem für die Unternehmen werden, weil man hat sich auch vom Gesetzgeber Gedanken gemacht, Stichwort Verbandssanktionsgesetz. Was können wir tun, damit solche gravierenden Rechtsbrüche wie bei Wirecard oder wie in der Dieselgate-Affäre oder wir kennen unendliche Beispiele, das geht bis runter in kleine Firmenkonstrukte, die fleißig Monat für Monat Menschen betrügen nach einem Schneeballsystem und nichts passiert. Wie kann man das letztendlich handeln, dass man diese Taten, die immer in einem Entwicklungsprozess sind, also ich füge jetzt nochmal die 4 Phasen dazu. Ja. Wir sind hier in der Vorbereitungsphase und jetzt sind wir in der Tatphase. Und manche Tatphasen wie Schneeballsysteme, Wirtschaftskriminalität, ja, White-Collar-Crime, das hört sich immer so harmlos an, ist aber gar nicht harmlos, weil hier liegt auch immer jedes Jahr ein abartiger Milliardenschaden dahinter. Und wie kriegt man da die Kuh von Eis? Kriegt man die Kuh von Eis, indem man sagt, wir machen jetzt Persönlichkeitsprofilerstellung bei der Einstellung. Und schwupp, und da gibt es auch sehr gute, und da kann ich empfehlen, die Julia Hufendubel zum Beispiel, sehr geniale Literatur dazu, aber da gibt es noch mehr Fachliteratur und Studien dazu, die haben festgestellt, ihr könnt Persönlichkeitstypen analysieren. Und dort werdet auch Leute feststellen, die psychopathisch, narzisstisch sind. Aber ihr könnt damit nicht detektieren, ob jemand straffällig wird oder nicht. Also von dem her vergisst das. Ja, klar, es gibt Studien, die sagen, die Integritätsfeststellung als Einstellungsvoraussetzung ein Unternehmen kann ab einem gewissen Wert dazu führen, dass die Mitarbeiter weniger kriminell sind. Das mag so sein, aber jetzt kommt, das ist interessant, was die Studie rausgebracht hat, dass ein Großteil dieser störanfälligen Persönlichkeitstypen direkt im Management sitzen, nie straffällig geworden sind, sondern im Gegenteil enorm erfolgreich sind. Und das Ganze, das ist zwar nie öffentlich geworden, ist in der Politik, das ist in allen autoritären, also da, wo Autoritäten entstehen, breit vertretbar. Also wir können nicht sagen, hoppla, da ist einer ein bisschen machiavellistisch, also manipulierend unterwegs, oder da ist einer ein bisschen psychopathisch, also Psychopathie ist ein ganz, ganz interessanter Begriff, so Soziopathie, wenn man hergeht und letztendlich den Persönlichkeitsstil daran feststellt, dass es ein Mensch vor uns sitzt, der stark ausgeprägt das Bedürfnis als Jäger hat. Ja, das kennen wir alle Jäger. Ja. Das macht ein Jäger, geht in den Wald und erschießt Tiere. Ja, so in den Köpfen jetzt einfach mal so runtergerissen. Das stimmt zwar nicht, habe mich damit auch befasst, sondern aber in diesen Prozess mal rein zu versetzen. Wie verhält sich rein psychologisch betrachtet der Jäger zum Tier, zu seiner erlegten Beute? Und wenn ein Mensch, und das muss man letztendlich als psychopathisches Phänomen betrachten, Menschen als seine Beute sieht, dann sind wir ruckzuck in solchen Fällen wie Ted Bundy und wo dann wirklich alle Lampen auf Rot gehen müssen und mindestens präventiv interveniert werden muss. Das sind alles ganz, ganz spannende Facetten. Ich letztendlich habe eine Art Frühwarnsystem geschafft, wo belastbar, das hat mir Professor Dr. Dörig auch so bestätigt, wenn eine Argumentation nach diesen Phasen mit meinem Modell so in einen Beschlüssen vorliegt, egal was wir jetzt vorhaben, ob wir jetzt kostenfrei setzen wollen, wenn wir sagen, wir müssen hier ein Fallmanagement machen, ob wir
sagen, wir müssen uns von einem Mitarbeiter trennen oder wir stellen den nicht ein, Arbeitsgericht und so weiter und so fort. Oder wenn es darum geht, festzustellen, warum wir eine Person abschieben oder nicht aufnehmen oder die Staatsbürgerschaft aberkennen, dann bedarf es letztendlich einer Einschätzung, die rechtlich belastbar ist. Und ich glaube, mit meiner Methode habe ich das geschafft und ich habe das sehr gut geschafft.